Ja, einen wunderschönen guten Morgen wieder auf meinem Kanal am Freitagmorgen. Ja, so, Kasimir läuft und ich habe auch schon mal den V300 geladen, gerade geholt und gerade raufgeschmissen. Und jetzt haben wir es kurz vor 8. Die Leute sind um 7 gekommen, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe ehrlicherweise damit gerechnet, dass die erst um 8 hier erscheinen. Ich kenne das von manchen anderen Werkstätten von Mercedes-Benz, dass die da erst um 8 Uhr anfangen mit der Schlosserei und auch im Verkauf. Gut, die Damen waren noch nicht da am Tresen, aber die Herren waren ja da und der Kollege hat mir dann schon mal den Schlüssel gegeben am Tresen, den der Verkäufer ja gestern Abend schon bereitgelegt hat. Im Fall es gestern Abend noch geklappt hätte, hätte ich den ja haben können. Sollte halt gestern nicht sein, war auch nicht so schlimm. Wir haben es jetzt am Freitag und wie gesagt, um die Uhrzeit, jetzt fahren wir 2 Stunden bis nach in die Nähe von Zossen, um dann eben den SLC da runter zu schmeißen. Da rufe ich jetzt gleich den Kunden an, dass sie sich darauf vorbereiten können. Im Fall die irgendwas organisieren müssen zum Abladen. Irgendwie so, ja, vielleicht auch einen Abschleppwagen zum Runterheben, wäre nicht schlecht. Aber wir gucken mal, was die da haben und was die machen und was sie mir am Telefon gleich erzählen. Also, dann tun wir mal los von Torgau hoch nach Zossen. Thank you.
So Leute, dann nähern wir uns mal dem Ziel. Ach, Mann, die ganze Zeit nichts. Jetzt killert wieder die Nase. Mann, ja, vorne sieht man schon hier rechts ein paar Hallen. Das gehört aber noch nicht dazu. Da vorne sehe ich schon ein paar Ivecos stehen. Ach so, ich wollte den Kunden ja anrufen. Das habe ich ja ganz vergessen. So, und da sind wir schon. Iveco-Werkstatt. Und hier ist dann wohl mein Ansprechpartner. Jawohl. Und hier vorne wollen wir das Ding auch abladen. Dann stelle ich mich hier erstmal auf die Straße, damit hier alle durchkommen. Und dann gucken wir mal weiter. Hören wir uns hier erstmal am Rand, damit hier die LKWs der Spedition noch durchkommen. So. Dann gehe ich mal hin zu Herrn Gräser und dann schauen wir mal, was hier so los ist. So, und damit haben wir mal den Mercedes runter und können wieder von dannen fahren und rasen jetzt mal nach Schönefeld, um mal eben noch die V-Klasse abzuladen, um danach dann rauszufahren nach Wildau und dann bringe ich ja Kasimir in die Werkstatt, damit die sich mal um das Licht auf der linken Seite kümmern können, weil der Fehler irgendwo sein muss, wo man es nicht weiß. So, da haben wir mal abgeladen. Weg ist der Mercedes. Gott sei Dank. Natürlich kein Abschleppwagen da, ist ja klar. Wir haben ja hier bei einer Spedition abgeladen. Mit Gabelstaplern. Einer links, einer rechts. Ich habe hinten nochmal die V-Klasse runtergefahren. Hölzer drunter, dann haben sie ihn angehoben. Und dann bin ich schön drunter vorgefahren. Und dann war das gut. Dann haben sie nur abgelassen und dann stand er. Jetzt haben sie in die Ecke geschoben, einen Gabelstapler, Kette dran vorne am Abschlepphaken und haben ihn dann mal in eine Ecke verfrachtet, damit er da erstmal eine Weile stehen kann, bis es dann mit dem Ding mal weitergeht. Ja, und wir fahren jetzt mal weiter nach Schönefeld, damit wir mal noch die V-Klasse jetzt abladen, um dann ja rüber zu fahren nach Wildau, damit dann Kasimir seine Kopfschmerzen hier mit dem Licht mal behoben werden. Und ich mir noch gleich ein paar neue Scheibenwischer ranmachen lasse. Denn die haben es jetzt auch hinter sich. Die sind jetzt anderthalb oder zwei Jahre alt. Ich weiß es nicht so genau. Hier fahren wir mal lang. Genau. Berlin. Da wollen wir lang. Damit wir dann mal nach Schönefeld kommen. Jetzt hat er noch die Route drin. Die wollen wir mal abbrechen. Die brauchen wir nicht mehr. Jetzt geht's hoch wieder. Richtung Autobahn. Richtung Berliner Ring, so dass wir eben auch gleich nach Schönefeld kommen. Genau. Wie wir mal sehen, ist wieder die ILA auf dem Flughafen Schönefeld und hier gibt es schon eine ganze Reihe Flugzeuge, die schon parat stehen für die internationale Luftfahrtausstellung. Die haben sie schon parat gestellt. Scheint wohl an diesem Wochenende loszugehen. Ist ja immer nur am Wochenende und wahrscheinlich an diesem. Sonst würde man die ja da nicht alle hinstellen. Na, da war ich auch noch nie. Aber mal schick zu sehen, wie die da alle so stehen. Tja, auf dem BER in Schönefeld. Und hier sind wir eben auf der 96A. Die ja auch reingeht nach Berlin. Die kommt ja von unten rein. Aber wir biegen an der nächsten Möglichkeit links ab, um dann eben durchs Gewerbegebiet zu fahren, um dann zu Mercedes-Benz hinten hinzukommen. Also wir haben es ja nicht mehr so weit, so ein paar Minuten, dann sind wir wohl da. Hier haben wir mal eine Ravo-Kehrmaschine im Einsatz. Das sind die, die wir aus Holland immer abholen, im Werk und auch mal oft nach Italien runterbringen, die Geräte.
und dort verteilen auf die verschiedenen Standorte von RAVO. Da sieht man sie mal im Einsatz. Diese 4,5 Tonnen oder was die wiegen, ja, die sind nicht gerade leicht. So, dann fahren wir mal hier so durch das Gewerbegebiet. Hier ist ja überall Daxa, riesengroß, ein schönes Feld. Hier ist ja Junior in seiner Lagerlogistik unterwegs. Ja, ja, da hat er jetzt eine Anstellung mal bekommen bei Daxa. Hat er mal wieder gewechselt. Wo es halt mehr gibt, da fängt man halt wieder an. Ja, und wir toben mal hier so durch. Und kommen dann direkt von hinten am Mercedes ran. Müssen dann, ich weiß nicht, ob die vorne noch bauen, weil da war nämlich letztens noch eine Umleitung, weil die direkte Zufahrt zum Hof hinten ist, war gesperrt wegen Baustelle. Da musste man hinten rumfahren, eine Straße weiter. Und das wollen wir uns mal angucken, ob das mittlerweile offen ist oder ob das immer noch Baustelle ist. Ist ja nun schon anderthalb Monate bestimmt her, wo ich das letzte Mal da war. Aber das hat ja hier nichts zu bedeuten und nichts zu sagen. Das kennt ihr ja alle selber, wie lange man sich an Kleinigkeiten mit Baustellen aufhalten kann. Da vergehen manchmal Monate, um zwei Bäume zu pflanzen oder drei Schilder oder sonstiges dergleichen. Oder vier Jahre für einen Parkplatz. Jawohl. Ah ja. Das ist alles hier nagelneu angelegt. Das gab es früher alles hier überhaupt nicht. Das hat man alles mal schön ausgebaut hier. Ja. Eieieiei. So, fährt der Bus los oder müssen wir um den drumherum? Ja. Bin schon wieder müde. Ist ja furchtbar. Ja, ihr könnt alle raufdrücken, wie ihr wollt, auf die Dinger. Das geht sowieso nicht. Ja, ja. Klopfen auf den Ampeldingern rum wie die Doofen, obwohl da nichts zum Drücken ist, das ist nur noch Sensor. Aber wie die Doofen. Ach Leute, nee, ey. Da merke ich doch gleich wieder, wo ich bin, ey. Oh, nee. Aber ich habe ja noch ein Special für euch. Wenn ich nämlich Kasimir weggebracht habe. Da wartet mal ab, da gibt es noch eine Überraschung. So, ich fahre jetzt mal gleich von hinten ran. Ich habe jetzt ja nicht sehen können, ob da vorne noch zu ist. Aber wenn da vorne zu ist, ist das schlecht mit Drehen. Da müssen wir mal gucken, ob das von hier hinten wieder rangeht. Oh, da hinten sind die Autos, also hier ist offen, dann kann ich auch von hier hinten wieder ranfahren. Und ihr seht, wunderbar, Eckecke hier. Zu Corona-Zeiten und auch vorher war das hier ein Autokino. Ja, hier kann man auch auffahren und ihr seht, hier heute schmeißen sie überall den Müll ab. Jetzt stellen sie auch die LKWs ab und so. Ja, das kann man mal machen, da kann man mal schlafen, das ist gut, aber mit dem Müll und so. Also das war hier mal früher ein Autokino. Ja, langes her. Zu Corona-Zeit war es noch in Betrieb und jetzt ist es weg. So, und ich muss jetzt mal schauen, ob ich hier stehen bleibe. Weil normal habe ich immer da gestanden, wo jetzt hier die Baken stehen. Jetzt muss ich mal sehen, ob der... Ah, der biegt ab, das heißt, die Straße ist offen. Dann muss ich mal sehen, dass ich mich hier irgendwie... Dann stelle ich mich da an die Seite ran. Die Jungs von Mercedes, die arbeiten ja noch. Dann kann ich mich da wieder vor ihren Auto stellen. Oder ich stelle mich hier hin. Genau. Wir bleiben einfach hier stehen. Hier ist ein Glascontainer. Das Auto fährt auch keiner weg. Hoffe ich mal. Dann bleibe ich nämlich hier stehen und fahre mit der V-Klasse dahin und komme die paar Meter zurückgelaufen. Das ist viel einfacher. So. Dann werden wir mal abladen. So Leute, schöne Feld ist auch weg. Da kommt keiner, komm mal abbiegen. Die V-Klasse ist runter. Wunderbar. Und jetzt können wir gleich direkt rausfahren nach Wildau. Das ist jetzt nochmal 20 Minuten. Höchstens. Dann sind wir schon bei Volvo. Dann ist alles schön. Dann sind wir durch. Dann ist der Freitag gelaufen.
Und meine Einer hat dann Wochenende. Naja, ich muss ja erstmal noch ausräumen und dann nach Berlin reinfahren. Also vom Süden in den Norden. Wir haben schon 13 Uhr, wir haben nachher Berufsverkehr. Dauert auch locker eine Stunde von hier unten nach über eine Stunde, wenn die Autobahn zugestaut ist. Denn ich brauche ja nur beim normalen Verkehr schon eine Stunde. Also wenn ich morgens, sagen wir mal um 6 oder um 7 in Wildau sein will, fahre ich um 6 durch Berlin durch. Da brauche ich schon eine Stunde und da ist noch nicht viel los. Ne? Und das ist jetzt auf dem Freitag mit Berufsverkehr. Wann komme ich denn da weg? 14:30 eventuell. Dann bin ich ja mittendrin. Na dann haben wir Spaß. Aber den werden wir sowieso haben, weil da gibt es ja noch was Schönes. Seid gespannt. Immer diese Überraschung. Boah. So Leute, oh, die möchte einer einparken, das wird er ja wohl schaffen. Ja, hoffe ich. Kasimir abgeparkt, steht schön hier auf dem Parkplatz bei Volvo in Wildau. Und jetzt kommt der kleine, oder das kleine Special. Ja. Hier habt ihr meinen Mietwagen. Ja, das ist ja nichts Besonderes, ne? Zwingo, ja, Urban Night, ja, nichts Besonderes, ne? Das Besondere, naja, das ist genau das, wovon ich nichts halte. Das ist ein Elektro. Also, ich fahre das erste Mal ein Elektro. Ich habe so ein Ding ja noch nie gefahren. Aber der ist ja von innen genauso wie alle anderen auch. Nur, dass du eben startest, 100% geladen und wir haben eine Reichweite von 165 Kilometern. Und jetzt steht da oben ready und dann ist er an. Und das ist das Komische, wenn du in einem Elektroauto sitzt. Er ist an und du hörst nichts. Das ist erstmal ungewohnt. Ansonsten, ja, ganz normales Auto. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Ding fährt. Viel besser noch, wie viel Restreichweite ich übrig habe, wenn ich dann mal bei mir in Spandau bin. Weil ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer es sind, aber ich glaube 60. 60 Kilometer durch die Stadt, jetzt mit Stop and Go. Da bin ich mal gespannt, oder ihr vielleicht auch, was aus 165 Kilometern dann noch übrig bleibt, um hier wieder am Montag runterzukommen. Wir gucken mal. Oh Gott, es bleibt einem nichts erspart. Tja, wie ihr seht, Leute, die Stadtautobahn ist zu beim Tempelhofer Flughafen. Das zog sich dann bis zu mir hoch.
und deshalb konnte ich keinen richtigen Verbrauch messen. Das machen wir dann mal am Montagmorgen, wenn es dann leer untergeht wieder. Ja, Leute. Hat nicht so geklappt mit dem Elektroauto, das aufzunehmen, da die Stadtautobahn immer zugestaut war. Ich ein langes Telefonat mit meinem Sohn hatte. Ja, der hatte wohl ein bisschen Redebedarf. Der meldet sich ja immer so nach Feierabend und dann haben wir uns ja, gut eine Stunde unterhalten. Und da ich dann immer im Stau war und da halt keine Fahrszenen bringen konnte, wie laut das Auto ist oder überhaupt, war das natürlich doof. Das werden wir dann am Montag machen, wenn ich dann wieder von hier zu Hause rausfahre nach Wildau. Ich kann soweit sagen, dass das Auto eigentlich nur Abrollgeräusche von den Reifen hat. Und ich bin ja mit 165 Kilometern losgefahren, hatte durch den Stau zwischenzeitlich 178 Kilometer Reichweite. Und er steht jetzt hier unten vor der Tür mit wieder 165 Kilometer Reichweite und hat einen Akku von, ich muss lügen, 83% oder 86% noch. Also es war wesentlich weniger Verbrauch, als ich gedacht habe. Ich dachte, weil man mir sagte, ja, der hat nur 160 Kilometer Reichweite und ich weiß, ich habe ungefähr 60 Kilometer von da bis nach Hause, sind also hin und zurück 120. Naja, hast du 40 Kilometer Reichweite, du weißt nicht, was kommt und so. Ich muss dazu sagen, ich hatte kein Radio an, ich hatte keine Lüftung an, keine Klimaanlage, gar nichts. Nur die Bluetooth-Verbindung und habe halt nur telefoniert. Das war das Einzige, was ich als Nebenverbraucher anhatte. Also kein Radio und gar nichts. Ne? Hätte ich jetzt wahrscheinlich die Klimaanlage angehabt, hätte er wahrscheinlich noch mehr verbraucht. Dann wäre die Reichweite jetzt auch garantiert weniger. Somit habe ich es vorgezogen, da ich ja eh viel im Stau stand, das Fenster aufzumachen. Ich hatte hinten, der hatte hinten ein Ausstellfenster. Habe ich hinten ein Ausstellfenster aufgemacht und vorne bei mir und Beifahrerseite ein Stück und bei mir komplett. Und dann war das auch erträglich bei, ich glaube, 24 Grad, was wir hier hatten, im Schatten. Also in der Sonne war natürlich ein bisschen wärmer, aber es war erträglich, war gut. Ja, also neuer Fahrtest am Montagmorgen von hier nach Wildau. Wenn ich dann um 6 hier losfahre, damit ich um 7 draußen bin. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut, wir sehen uns am Montag. Ja, das wäre es gewesen, genau. In diesem Sinne, macht's gut, schönes Wochenende, habt euch wohl, haudi ho, tschüss und weg.